Heute in der Sendung Corona-Impfstoff. Konzept für Impfzentrum wird vorgestellt und Lost Place, ein verlassener Ort mitten im Hämeler Wald. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Kommt bald der Corona-Impfstoff? Die ersten Firmen haben schon die EU-Zulassung beantragt. Damit der Impfstoff auch die Menschen erreicht, soll ein Impfzentrum eingerichtet werden. Die Region und die Landeshauptstadt Hannover haben am vergangenen Montag ihr Konzept vorgestellt. Carrie Ann Butler. Ein gemeinsames Impfzentrum. Das ist der Plan der Region und der Landeshauptstadt Hannover. Das Land Niedersachsen hatte bis gestern die Entwicklung eines Konzepts für ein Impfzentrum gefordert. Durch Zusammenarbeit von Region und Stadt können wichtige Ressourcen gebündelt werden. Das verspreche einen zügigen Erfolg, so Jargau. Wir haben in der Region und mit der Landeshauptstadt für Krisensituationen hier eine sehr bemerkenswerte Erfahrung in einer technischen Einsatzleitung, die immer über die Katastrophenschutzzuständigkeit hinweg in großen Katastrophen zusammengearbeitet hat und einfach viel Erfahrung hat. Nun ist dies hier nicht eine klassische Katastrophensituation, sondern das ist eine zukunftsgerichtete Situation, die aber sehr viel Schnelles und sehr viel nicht vorhergesehenes Bearbeiten notwendig macht. Ab 15. Dezember sollen maximal 60 Impfzentren im Land Niedersachsen so weit stehen, dass sie in Betrieb genommen werden können. In Hannover soll das Impfzentrum für Stadt und Region am Messegelände eingerichtet werden. Dafür spreche die gute Verkehrsanbindung, vorhandene Infrastruktur, Platz und Barrierefreiheit, so die Beteiligten. Der Start hänge aber auch von wichtigen äußeren Faktoren ab, die momentan noch nicht abzuschätzen sind. Sie müssen sich vorstellen, jemand, der geimpft werden will, der muss zwingend vorher von einem Arzt begutachtet werden, ob er überhaupt gesundheitlich in der Lage ist, geimpft zu werden, unabhängig davon, ob er eine Impfberechtigung, wie es so schön heißt, hat. Insofern ist die Menge und die Anzahl des zur Verfügung stehenden ärztlichen Personals, was das Land rekrutieren soll, ein wesentlicher Faktor dafür, wie schnell, wie viele Menschen wir überhaupt in der Region oder an einem solchen Standort impfen können. Außerdem sei Stand jetzt auch noch unklar, welche Bevölkerungsgruppen zuerst geimpft werden sollen und wann ein Impfstoff genau zur Verfügung steht. Trotz dieser unbekannten Planungsgrößen zeigt sich Belit Onay auch aufgrund der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Region optimistisch. Viele Menschen, gerade in dieser aktuellen zweiten Lockdown-Phase oder Teil-Lockdown-Phase, wo wir sehr beansprucht sind als Gesellschaft in verschiedensten wirtschaftlichen, kulturellen, gesellschaftlichen Bereichen, ist das tatsächlich ein Hoffnungsschimmer. Und von daher glaube ich auch sehr wichtig, dass dieses gemeinsame Signal auch ausgeht, dass hier Region und Stadt etwas auf die Beine stellen, ein Impfzentrum aufbauen, das Sicherheit auch vermittelt und deutlich macht, dass das hoffentlich dann auch reibungsfrei läuft. Trotz eines hoffnungsvollen Ausblicks bleibt jedoch weiter offen, wann die Öffentlichkeit zu einer Normalität im Alltag zurückkehren kann. Dennoch, eine schnelle Inbetriebnahme eines Impfzentrums garantiere aber auch einen wichtigen Schritt im Zurückdrängen der Corona-Pandemie. Die aktuellen Nachrichten des Tages von und mit Carrie Ann Butler. Die Kröpke-Uhr wird bis zum 21. Dezember Ausstellungsort für einen virtuellen Kunstbazar. Hannoversche KünstlerInnen stellen in der Uhr und gleichzeitig online ihre Werke aus. Über die Internetplattform hannovermachen.de können die ausgestellten Kunstwerke erworben werden. Der Soli Art Bazar soll eine Plattform schaffen und Kunstschaffende auch in Zeiten der Krise unterstützen. Schon letzte Woche hat die Fraktionsvorsitzende der Grünen Stadtratsfraktion Freya Markowitz überraschend sowohl ihren Fraktionsvorsitz als auch ihr Ratsmandat niedergelegt. Nun soll eine Doppelspitze bestehend aus Elisabeth Clausen-Muradian und Daniel Gardemin die Fraktion anführen. Die 11 Ratsmitglieder haben einstimmig für die Doppelspitze gestimmt. GegenkandidatInnen gab es keine. Seit Auftreten der ersten Corona-Infektion hat die Region insgesamt 12.669 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 10.340 Personen als genesen aufgeführt. 221 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion verstorben. Aktuell sind 2.108 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz liegt zum jetzigen Zeitpunkt bei 81,3.
Hannover feiert 10 Jahre Fairtrade-Stadt. Und was bedeutet das? Ganz einfach, die Stadt und ihre Einrichtungen verzichten auf Produkte, die zum Beispiel durch Kinderarbeit hergestellt wurden. Meine Kollegin Renate Scheiblich hat mit Susanne Wildermann gesprochen. Sie ist Leiterin der städtischen Agenda 21 und des Nachhaltigkeitsbüros. Frau Wildermann, der Verzicht auf Kinderarbeit ist das eine, aber was braucht es noch, um Fairtrade-Stadt zu werden? Ja, Sie haben recht, der Verzicht auf Kinderarbeit, den haben wir beschlossen 2005 mit einem Ratsbeschluss, aber wir mussten natürlich noch mehr abliefern, das ist klar. Wir mussten eine Steuerungsgruppe bilden, das sind 25 Vertreterinnen aus Zivilgesellschaft, aus Politik, aus der Verwaltung und aus dem Handel. Wir treffen uns alle 6 Monate, um unsere Aktionen abzustimmen. Dann war ein wichtiges Anliegen, dass wir die Zivilgesellschaft mit einbeziehen mussten und dass wir Öffentlichkeitsarbeit für den fairen Handel betreiben. Das sind die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Die Stadt verwendet nun also fair gehandelte Produkte. Was konkret ist denn das eigentlich? Nun, das sind erstmal die, denke ich, uns allen bekannten Produkte. Ganz vorneweg der faire Kaffee, den wir in unseren Ratssitzungen verwenden und auch bei Veranstaltungen des gleichen Tee und fair gehandelter Orangensaft. Dann sind schon sehr viele Textilien, die benötigt werden, zum Beispiel für die Gärtner in den großen Gärten und in den Wäldern, aus fair gehandelter Baumwolle. Das ist ein weiterer Punkt. Und in der Kantine werden faire Bananen verwendet, faire Gewürze, fairer Reis. Das sind so die Hauptprodukte, mit denen wir punkten können. Faire Grabsteine ist ein Thema, aber auch fair gehandelte Blumen, wenn wir Veranstaltungen und Repräsentationstermine haben. Wie sieht das denn eigentlich jetzt aus mit der Corona-Krise? Können Sie da nach wie vor so viel fair gehandelte Produkte einkaufen wie sonst? Also insgesamt ist es ja so, dass inzwischen fair gehandelte Produkte zum einen über die Weltläden verkauft werden. Da haben wir eine sehr breite Palette, auch sehr viel Kunsthandwerk. Aber natürlich ist auch der Einzelhandel inzwischen sehr, sehr stark beteiligt. Dadurch, dass die ganzen Lieferketten zum Teil abgebrochen sind oder vor allen Dingen auch die Weltläden im März ja in den Lockdown mussten, hat sich der Umsatz stark verringert und insgesamt wird befürchtet, dass der globale Hunger und auch die Arbeitsplätze, vor allem in Ländern des globalen Südens, diese Problematik immer stärker wird. Das heißt, es sind verstärkte Anstrengungen notwendig, um den fairen Handel jetzt auch wieder ins Laufen zu kriegen. Bei den Nahrungsmitteln sieht das besser aus. Die Geschäfte hatten offen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Einstellung gegenüber fair gehandelten Produkten? Hat sich da in den vergangenen 10 Jahren was geändert? Absolut, absolut. In den letzten 7 Jahren haben Verbraucherinnen im Durchschnitt 3-mal so häufig Produkte des fairen Handels gekauft wie früher. Die Umsatzzahlen, die steigen enorm. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Produkte auch in die Supermärkte kommen, dass sie dort auch ansprechend platziert werden oder natürlich auch, dass die Labels sehr viel bekannter werden. Ganz vorne dran natürlich auch das Fairtrade-Logo. Also ich denke, da hat sich viel getan. Es gibt auch einzelne Geschäfte, die sich ganz auf Fairtrade spezialisiert haben. Wir haben dazu einen Einkaufsführer rausgegeben mit 230 Adressen und das zeigt ja auch, die Nachfrage ist da. Die Auszeichnung Fairtrade-Stadt wird alle 2 Jahre neu vergeben. Was tun Sie, was müssen Sie tun, damit Hannover auch in Zukunft den Titel bekommt? Wir machen sehr viel Bildungsarbeit in Schulen und Kindertagesstätten. Das ist für uns immer ein ganz wichtiger Punkt, denn gerade Kinder und Jugendliche sind im Moment besonders sensibilisiert für das Thema soziale Gerechtigkeit. Dort bringen wir immer neue Bildungsangebote auf. Wir haben ja zum Beispiel ein Krimi-Dinner konzipiert. Das ist ein Spiel für 6 Personen, das gespielt werden kann. Wir haben Geocaches beim letzten Mal entwickelt, was auch jetzt in Corona-Zeiten gut zu nutzen ist. Und natürlich werden wir auch für die nächste Auszeichnung uns wieder was Neues überlegen müssen. Aber unser Hauptanliegen ist auch, das mehr in die Breite noch zu bekommen
Und deshalb haben wir uns für 2021 vorgenommen, das Thema Pferdeklamotten in besonderen Blickpunkt zu nehmen und mit Kooperationspartnern eine Ausstellung dazu zu machen. 10 Jahre ist Hannover jetzt Fairtrade-Stadt. Wie wird das Jubiläum gefeiert? Ja, leider, wir wollten das Jubiläum mit unseren auch 10 Fairtrade Schools und mit all unseren Kooperationspartnern, ganz vorne dran auch der Allerweltsladen, feiern. Aber Corona-bedingt haben wir leider jetzt schon 2-mal die Veranstaltung verschieben müssen. Aber wir haben einen Fairtrade-Song entwickelt, zusammen mit Sparks, und den wollen wir im nächsten Frühjahr auf jeden Fall zeigen und gemeinsam nochmal feiern. Aber immerhin, Susanne Wildermann, sie ist Leiterin des städtischen Agenda 21 und Nachhaltigkeitsbüros zur Fairtrade-Stadt Hannover. Ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön. Auch bei uns in der Region Hannover gibt es sie, Lost Places, also verlassene Orte, an Stellen, wo sie es gar nicht für möglich gehalten hätten. Heute erkundet unser Reporter Martin Schlüter ein Lost Place im Hämeler Wald. Das letzte Mal habe ich sie zu einem verlassenen Ort mitten im Feld mitgenommen. In der Nähe von Dolgen bei Sehende findet man die Überreste eines Traktors, abgebrannt und den Elementen ausgesetzt. Gar nicht weit von diesem Lost Place ist das nächste Ziel, das mein Interesse geweckt hat. Es geht diesmal in den Hämeler Wald, etwa 6 Kilometer vom ausgebrannten Traktor entfernt. Direkt an der Bahnlinie Hannover-Peine liegt etwas versteckt die Hohenhamelner Hütte. Dahin mache ich mich auf den Weg. Gute 20 Kilometer sind es von Hannover aus, über Lehrte in Richtung Peine. Eine wunderschöne Strecke, mitten durch den Hämeler Wald. Ich bin wie meist mit dem Mountainbike unterwegs. Wieder einmal ist die Strecke aber mit jedem Rad gut zu fahren. Gespannt bin ich darauf, was mich an dem heute angesteuerten Lost Place erwarten wird. Ja, das ist schon sehr seltsam. Wir sind hier im Hämeler Wald und hier hinter mir hat sich offensichtlich jemand sehr viel Mühe gemacht, etwas zu verrammeln. Also, das ist wirklich mit dicken Eisenbahnschwellen absolut zu. Sieht aus wie ein Eingang. Mal versuchen rauszufinden, mit was wir es hier zu tun haben. Aber was haben wir hier? Was ist das für ein Ort? Es sieht aus wie ein Eingang, versperrt mit massiven Eisenbahnschwellen. Ich habe mich umgehört. In Hämeler Wald ist der Ort bekannt, altbekannt. Seit mindestens 50 Jahren sieht das hier schon so aus. Aber was ist dieses Objekt jetzt? Ein zufällig vorbeispazierender Jäger klärt mich auf. Ja, und manche Sachen klären sich dann ganz einfach auf. Dieser Lost Place hier, das ist einfach ein Naturschießstand zur Jagdausbildung. Hier werden schon seit mehreren 50 Jahren bald Jäger ausgebildet. Einfach 100 Meter freie Schussbahn. Wenn man weiß, womit man es hier zu tun hat, dann ist natürlich alles klar. Oft sind es kleine Details, an denen man schließen kann, welche Funktion ein Ort hat oder hatte. Hier war es für mich nicht direkt ersichtlich. Zeit, diesen interessanten Ort jetzt wieder zu verlassen. Ich werde natürlich weitere schöne Orte für Sie finden und vor allem versteckte Orte für Sie finden. Das nächste Mal, das kann ich schon versprechen, geht es nach Kirchhorst. Der Beginn einer neuen Welt, so heißt unser heutiger Veranstaltungstipp für Sie. Aufgrund des verlängerten Lockdowns wird die Uraufführung des neuen Theaterstücks einfach ins Netz verlegt. Am Samstag kann man das Schauspiel live ab 19.30 Uhr auf der eingeblendeten Webseite ansehen. Und das war's dann auch schon für heute mit 0511. Morgen haben wir für Sie wieder ein 0511-Spezial. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.